Wiki-Stammtisch. Hallo. Hallo Jens, herzlich willkommen zum Wiki-Stammtisch. Schön, dich dabei zu haben. Und damit die Hörer auch wissen, wer da so redet, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich mache gerade kurz mal das Fenster hier zu, weil da gerade ein LKW vorbeifährt, nämlich genau jetzt. So. Mein Name ist Jens Best und ich bin seit langem schon netzpolitisch aktiv und auch seit einigen Jahren Wikipedianer. Und war aber, bevor ich Wikipedianer wurde, das ist vielleicht ganz spannend zu erzählen, erstmal im Präsidium der Wikimedia Deutschland. Mhm. Bin also quasi einen sehr gefühlt ungewöhnlichen Weg oder andersrum Weg gegangen. Ich war erst bei dem Verein Wikimedia Deutschland sozusagen aktiv, bevor ich selber richtiger Wikipedianer wurde. Ich bin sozusagen ein Spät-Wikipedianer, wenn man so will. Ich bin da nicht ganz unschuldig, denn ich habe dich damals angesprochen auf der Suche nach Leuten, die netzpolitisch aktiv sind, weil ich dachte, dass das eine Bereicherung fürs Präsidium wäre. War es dann auch. Du warst auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Präsidium. Das mögen andere anders sehen. Ich sehe das so. Danke. Weil ja, es war tatsächlich ja so, dass du mich auf einer Veranstaltung, wo es um die Frage von offener Kultur ging, angesprochen hast. Ich erinnere mich noch, es ging um die Frage, wie Kultur- und Gedächtnisinstitutionen mit dem Internet etwas für eine offenere, freiere, partizipative Kultur tun können, mit dem Internet halt. Und das war so, wie gesagt, schon eine ganze Weile, bevor ich mit Wikipedia intensiver in Berührung kam, für mich einer der Gründe, sozusagen kulturpolitisch, netzpolitisch aktiv zu sein. Und ja, ich fand es immer sehr spannend, weil man hat ja so ein gewisses Bild von Wikipedia. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich dann inhaltlich darauf vorbereitet hatte, weil ich da irgendwie dachte, naja, ich bin da so jemand, der von außen kommt, da muss ich mich ein bisschen vorstellen, da muss ich auch sagen, was ich so alles wichtig fände, was man machen könnte und so. Und dann erinnere ich mich noch, dass bei dieser Vollversammlung, bei dieser Mitgliederversammlung, wo ich zum ersten Mal gewählt wurde, ich mich dann hinsetzte, hatte vorbereitet, um mich vorzustellen und so, weil ich dachte, naja, da kommen ja wahrscheinlich alle hin und so. Und dann hieß es eher so, naja, mach's möglichst kurz. Und wie mir dann klar wurde, war das dann auch irgendwie gar nicht der Punkt, dass man da inhaltlich groß erzählt, sondern man musste irgendwie möglichst vielen Leuten, musste einfach die Nase gefallen anscheinend. Also ich kann das im Nachhinein nicht mal so ganz nachvollziehen. Aber ich bin da wirklich so reingefallen und da kann mich noch erinnern, wie ich sehr lange heißt, einige Monate gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, um was es alles geht. Also man denkt ja am Anfang, man hat, weiß so, ja, Wikipedia, dann bekommt man so ein bisschen von der Größe mit, also Kultur, Politik, Community-Unterstützung und dann tritt man auch so in das ein oder andere Fettschnäpfchen rein, weil man ja die ganzen vielen Schlachten, die da schon 10 Jahre lang geschlagen wurden, gar nicht kennt und dann ab und zu vielleicht mit einer naiven oder vielleicht einfach auch eben von außen kommenden Frage irgendwie einen alten Krieg wieder hochschäumen lässt. Das war eine sehr spannende Erfahrung, so die Do's und Don'ts. Aber wenn man das so einmal hinter sich gelassen hat und einfach mal akzeptiert als das, was wahrscheinlich im deutschen Vereinsleben auch irgendwie dazugehört, dann entdeckt man, dass doch relativ viel geht auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch vielleicht nach 10, 15 Jahren Wikipedia doch einige Fragen wirklich mal gestellt und vielleicht auch gemeinsam beantwortet werden sollten, die irgendwie als No-Go gelten. Was wäre das zum Beispiel? Naja, also die Kooperation zwischen Verein und Community ist ja so ein Dauerbrenner gewesen, wo ich mich auch erstmal irgendwie reinfinden musste und dann positionieren musste. Und wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre sieht, also die Jahre, wo ich im Präsidium war und jetzt wo ich auch schon die Jahre, wo ich nicht mehr im Präsidium bin, mit einem neuen Vorstand des Vereins, gibt es auf der einen Seite schon eine Veränderung, finde ich, zu mehr Nähe zu denen, die die Wikipedia wirklich ausmachen. Auf der anderen Seite aber auch immer noch ein ungeklärtes Konflikt, ein ungeklärtes Bild, vielleicht muss es auch immer so bleiben, zwischen denjenigen, die die Wikipedia machen und diejenigen, die den Wikimedia Deutschland Verein, der sich ja auch um freies Wissen kümmern soll, gestalten. Das sind vielleicht einfach zwei Dinge, die am Bauchnabel zusammengewachsen sind und auch zusammengehören und ursprünglich natürlich auch ohne die Wikipedia wird es den Wikimedia Verein nicht geben, aber im Endeffekt ist es vielleicht auch einfach so, dass man sich sagen muss,
nach 15 Jahren deutschsprachiger Wikipedia, was braucht die Wikipedia unabhängig von der Frage, was macht Wikimedia Deutschland? Ich habe, während du dich vorgestellt hast, mal so ein bisschen durchgescrollt, was du in Wikipedia und in anderen Projekten so tust. Erstmal nur quantitativ hast du in der deutschen Wikipedia fast 5.500 Edits, auf Commons fast 9.000, in der englischen 50 etwa. Sonst bist du eher so einstellig in den anderen Projekten. Wikidata oder auch Meta diskutierst du auch ein wenig mit. Und in der deutschsprachigen wird auch über dich diskutiert. Du hast schon mal eine Vandalismusmeldung hinter dir? Fragezeichen. Ja, nicht nur eine, glaube ich, sondern ich glaube, es sind vier oder fünf. Respekt. Ja, und auch unterschiedlich. Also vielleicht muss man sagen, am Anfang war es tatsächlich einfach Dummheit und Unwissenheit, die, glaube ich, zu den ersten zwei oder drei Vandalismusmeldungen, die waren auch relativ kurz, geführt haben. Und die letzten zwei Vandalismusmeldungen waren, glaube ich, eher so inhaltlicher Art, wo ich auch gewisse Sachen bis heute nicht respektiere, die irgendwie Usus sein sollen in der Wikipedia, die für mich aber ein Problem darstellen. Und wenn man dann, so wie ich das formuliert habe, dass ich das als Problem sehe, gab es dann dafür eine Sperre von einer Woche oder so sogar. Also insofern kann man sagen, die erste Hälfte der Vandalismusmeldungen waren tatsächlich Learnings. Man kann auch anders lernen, man muss nicht unbedingt über Vandalismusmeldungen und Sperren lernen, aber so habe ich das dann teilweise auch gelernt, aber die letzten, da kann man sicherlich später nochmal drüber reden. Aber vielleicht das andere ist auch noch so ein bisschen, wenn ich so sehe, du hast ja auch gesagt, wo ich drin geschrieben habe, das ist, ich habe, glaube ich, in etlichen Sprachen immer was gemacht, aber das waren dann eher so Dinge, wo man was entdeckt hat, wo man sagt hat, das ist was Schönes, da wurde zum Beispiel gerade Schlaflieder, internationale Schlaflieder wurden eingespielt unter einer freien Lizenz und aus der ganzen Welt, und ich fand das halt so spannend, dass ich das irgendwie dann auch auf Armenisch, glaube ich, oder gab es auch ein Schlaflied irgendwie, was ich dann gesucht habe, und es gab tatsächlich dann in der armenischen Wikipedia über dieses anscheinend sehr berühmte armenische Schlaflied einen Artikel, und dann habe ich dann rausgefunden, wie man quasi externe Links auf Armenisch schreibt und dann eben dieses unter freier Lizenz eingesungene, aber halt, es war unter freier Lizenz, aber es war non-commercial, deswegen konnte man es nicht hochladen, sondern man konnte es nur verlinken. Und ja, das war so die, meine Ausflüge in fremdsprachige Wikipedias waren meistens so geprägt von irgendeiner tollen Sache, unter freie Lizenz gestellten Sache oder ähnliches. Im Endeffekt schreibe ich tatsächlich zu 90%, 95% in der deutschsprachigen Wikipedia und ab und zu mal in der englischsprachigen. Okay, dann lass uns doch mal direkt darüber sprechen. Was sind deine Erfahrungen beim eigenen Editieren, die du gemacht hast? Und wie schreibt man in der Wiki? Was hast du da für Learnings? Die hast du ja nun doch manchmal auf die harte Tour gemacht. Und dann gib die doch mal weiter. Ja, also man macht ja nicht nur auf die harte Tour. Die harte Tour-Learnings sind ja die, die dann irgendwie immer alle kennen, weil man ja, gibt ja so eine Blase, die sich in diesen Vandalismusmeldungen macht. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die man einfach macht, für sich kennenlernt. Das ist dann entweder, indem man halt fachspezifisch schreibt oder indem man einfach auf die Reise geht. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe mal eine Zeit lang in der Deutschen Nationalbibliothek recherchiert und habe mir dann sozusagen als Auflockerungsübung habe ich dann auch dort angefangen, sozusagen zu recherchieren für einen einzelnen Artikel. Und das ist dann so, man fängt dann an, irgendwie was zu recherchieren, sagen wir mal, jüdische Maler am Anfang des 19. Jahrhunderts in Wien, Berlin und sonst wo. Und arbeitet die dann so durch und stellt dann fest, dass der ein oder andere Mäzen oder Herausgeber einer Kunstzeitschrift noch gar keinen Artikel hat. Und da habe ich dann für mich zum ersten Mal festgestellt, wie dass ich für das schnelle Artikelschreiben anscheinend nicht geboren bin oder nicht so den Hang dazu habe. Also es gibt ja Leute, die setzen sich einfach ein Thema, sag mal ein Eichhörnchen, und dann arbeiten die das einfach durch, bis sie alle Eichhörnchenarten, die sie kennen und die sie entdecken können, dann einen Artikel schreiben. Eine sehr konsequente Art.
Und so ein Artikel, der muss dann auch nicht immer gleich irgendwie die 500-jährige Geschichte des Eichhörnchens irgendwie aufarbeiten, sondern das ist erstmal ein Artikel, der erstmal schon für normale Verhältnisse umfangreich, aber halt eben noch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei vielleicht ist für diese Eichhörnchenart. Und ich habe mich dann oft dabei erwischt, wie ich zum Beispiel für Einzelne angefangen habe, außerhalb der Wikipedia den Artikel vorzubereiten und dann, und dann ist er ja nach Prag gegangen. Das ist ja noch ein ganz wichtiger Abschnitt in seinem Leben. Ja, so 1898 bis 1902, da muss man vielleicht auch noch einen Abschnitt für machen und so. Also dieses Gefühl dafür zu bekommen, wann man erstmal genug hat für einen Anfangsartikel und den dann auch reinzustellen und dann vielleicht zu entdecken, dass es noch zwei, drei andere Leute gibt, die auch an dem Artikel arbeiten wollen, wenn es ihn dann gibt, weil er in ihren Bereich reinfällt. Das ist erstmal so am Anfang eine Erfahrung gewesen, die ich irgendwie selber machen musste. Okay, wir reden hier vom Anlegen von neuen Artikeln. Genau. Na, also ist ein schwieriger Moment. Ich kenne das auch. Wenn man sein Baby dann nämlich rauslässt in die Wikipedia, stürzen sich andere drauf und rücken Kommas hin und her Das ist oder ja gut. Ich finde es gut. Also das fand ich immer ganz toll. Dieses viel so. schlimmer ist, wenn sie inhaltlich dran arbeiten. Das Nein, nicht finde schlimmer, aber ich auch. ja. Aber es gibt ja, glaube ich, ist so ein Usus geworden, dass man den in den eigenen Benutzernamensraum stellt. Ne? Dass man also Benutzer Schrägstrich Sebastian Wallroth und dann Schrägstrich und dann den Artikelnamen, dann stürzen sich andere Leute nicht so drüber her. Das habe ich am Anfang gemacht, also den Artikel im Namensraum zu stellen, habe mir dann immer eine Unterseite gemacht, eine Unterseite von der Unterseite für den Artikel und so, und dann muss man irgendwann, das war mir dann irgendwann zu viel. Ich habe die dann quasi einfach mal bei mir auf dem Rechner angefangen und wenn sie groß genug waren, reingestellt oder so. Ich muss aber sagen, dass das Neuschreiben von Artikeln etwas war, wo ich dann relativ schnell merkte, ja, das ist irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl, aber was auch ganz spannend ist und was meiner Meinung nach die Wikipedia auch mehr braucht, das ist mein persönliches Gefühl, ist das Ausbauen von Artikeln. Jetzt könnte man natürlich erstmal prinzipiell immer sich fragen, wann hat ein enzyklopädischer Artikel auch genug? Ja, also klar, es gibt ganz tolle, ausgezeichnete, exzellente Artikel, die, wenn man sie ausdruckt, 30, 40 Seiten lang sind über deutsche Schriftsteller, zeitgenössische oder so, wo man ja teilweise ganz tolle Artikel, also wenn man die gelesen hat, kann man, also super interessant, kann man den Abend mit verbringen quasi. Aber die Frage ist natürlich, wann ist das genug? Und jetzt haben wir den Aufbau eines Artikels, dass man mit der Einleitung und am Anfang schon darauf achtet, dass also Leute, sag mal, die Basisinformationen über eine Person oder über einen Gegenstand wissen wollen, dass sie den erfassen können, ohne dass sie eine halbe Stunde lesen müssen. Und wenn man den dann weiter ausbaut, dann wächst halt ein Artikel nach unten. Das ist ja auch ganz gut. Und das sind ja auch dann oftmals die Diskussionen, die nötig sind. Ich kann mich dann zum Beispiel an den Artikel Humanismus erinnern, der sehr verwachsen war, wenn ich das mal so sagen darf, wo es sogar dann nötig war, dass jemand einen Löschantrag auf den Artikel Humanismus gestellt hat, um quasi diese ganzen Verwachsungen, dieses lang gewachsenen, aber dann doch irgendwie sehr didaktisch unbeholfenen Artikels über Humanismus, einfach diesen gordischen Knoten lösen konnte, und der Löschantrag dazu führte, dass dieser Artikel nochmal neu begonnen wurde. Das ist natürlich ein relativ fortgeschrittener Unfall, sage ich mal. Aber was ich ganz spannend fand, was ich dann auch angefangen habe, zu sagen, so projektmäßig, die 50 wichtigsten Tageszeitungen der Welt. Da hatte ich einige sehr gute Quellen zu und die haben natürlich tatsächlich fast alle schon Artikel gehabt. Quellen heißt Andere Quellen, über also die über die, Zeitung. genau, also Ach so, aktuelle okay. Entwicklungen, Umsatzzahlen, aber natürlich auch ein bisschen über die Historie. Also ein Artikel sollte ja nicht nur irgendwie quantifizierbare Daten erhalten, sondern auch ein bisschen was erzählen können. Und das fehlte bei oder fehlt und fehlte bei einigen Artikeln über Tageszeitungen noch, weil das ist halt dann teilweise eine Arbeit, wo man dann an ein, zwei Abschnitten eines Artikels auch mal ein bisschen länger sitzt. Und das habe ich dann herausgestellt, das ist etwas, was mir noch besser gefällt als neue Artikel schreiben, nämlich herauszufinden, ob wesentliche Elemente eines Lemma nicht erfasst wurden. Einfach vielleicht, weil nicht genügend Quellen vorhanden waren oder weil man erstmal den Artikel hinstellen wollte, ohne gleich alles zu machen. Und
Also so einen Artikel irgendwie dann doppelt und dreimal so groß zu machen, indem man wesentliche Informationen seiner Geschichte, aber teilweise auch der neueren Geschichte der letzten Jahre, die dann oft auch fehlen, wenn ein Artikel irgendwie 2007, 2005, 2009 geschrieben wurde und seitdem nicht mehr angefasst wurde, großartig, dann hören dann teilweise auch die quantifizierbaren Werte irgendwie auf, was irgendwie nicht schön aussieht. Also das waren so, und wenn man sich dann, das war noch ein anderes Learning, wenn man sich dann irgendwie in überschaubaren Rahmen setzt, also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache alle Tageszeitungen der Welt, ja, dann ist es ein bisschen unbefriedigend, finde ich, weil man dann irgendwie weiß, ich werde nie fertig werden. Und dann hat man mal zum Beispiel irgendeine Tageszeitung, wo irgendein Originalautor, wie sagt man, ein Erstautor, der sehr versessen ist, dass irgendwie was nicht reinkommt oder so. Sowas gibt es ja auch, kann man nachher drüber reden. Und dann muss man sich da teilweise mit abstrusen Diskussionskonstrukten über Halbsätze streiten, wo man dann auch einfach denkt, so weißt du was, dann werde ich halt über die Mittelmecklenburg-Vorpommerische Volksanzeige halt eben nicht schreiben. Und dann ist diese, also ich finde es halt einfach, wenn man sich überschaubare Ziele setzt in der Artikelarbeit, dann ist das befriedigender. Vor allen Dingen, wenn man eben, um das nochmal zu wiederholen, inhaltlich eher mag zu sagen, ich qualifiziere einen Artikel noch mehr und dann auch teilweise einfach mal eine Woche vielleicht dran setzt irgendwie, bevor. Und dann hat man noch nicht mal einen neuen Artikel geschrieben, sondern dann hat man nur einen bestehenden erweitert. Ich sage jetzt in Anführungszeichen nur, weil natürlich jeder ausgebaute Artikel, wesentlich ausgebaute Artikel, ist natürlich irgendwie ein gutes Gefühl. Auf der einen Seite aber kriegt man vielleicht nicht unbedingt gleichen Wimpel dafür. Ich will nochmal zu dem Punkt zurück mit dem Ja. verwachsenen Humanismusartikel, weil das ein Thema ist, was mich auch beschäftigt. Das ist ja einer der komplexesten Vorgänge, sich mit anderen völlig, mit denen man nie zu tun hatte, zu einigen, wie man mit so einem Artikel verfährt. Ich hatte ähnliche Erlebnisse. Ich habe beispielsweise von kleineren Städten die Einwohnerentwicklung, da habe ich eine Erweiterung gebastelt, wo die Entwicklung grafisch dargestellt wird. War ein bisschen tricky, weil zum Beispiel 30-jähriger Krieg, da hat man die Einwohnerzahl vorher und nachher, aber das ist ja nicht linear passiert, sondern so. Jedenfalls hatte sich jemand spezialisiert auf Städte, sagen wir mal im brandenburgischen Raum jetzt so als Beispiel, und hat konsequent alles wieder rausgelöscht, was ich da reingemacht habe. So, mit dem musste ich mich ins Benehmen setzen, damit das klappt. Da hat geholfen, dass ich seit 13 Jahren Autor bin, was mir immer ein bisschen komisch ist, aber wenn das hilft, dann nehme ich das gerne in Anspruch. Daraufhin war ich nämlich, ich habe den Begriff im letzten Interview gelernt, satisfaktionsfähig. Ja, ein anderes Erlebnis war der Artikel Frankfurt-Oder, als ich den in Angriff genommen habe, war er noch ziemlich klein, ist schon ein paar Jahre her, und den Abschnitt Geschichte habe ich ziemlich aufgebaut. Und das wurde dann ausgelagert in den anderen Artikel, Geschichte von Frankfurt-Oder. Aber es wurde nicht ausgelagert, sondern nur rüber kopiert. So. Und dann, das merkte ich irgendwann, dass das passiert war, und fing dann an, den Geschichtsabschnitt im Hauptartikel zurechtzukürzen. Und das war kurz vor einer Vandalismusmeldung, weil natürlich plötzlich größere Abschnitte Text aus einem Artikel gelöscht wurden. Und das ist natürlich sehr auffällig. Aber da hat es auch ein bisschen hin und her Diskussionen, und dann wurde verstanden, was ich vorhatte, und dann war es auch okay. Ich hatte es sogar auf der Diskussionsseite angekündigt, aber das war übersehen. Also tatsächlich als neuer Autor sollte man soll schon mutig sein, aber erstmal einen Löschantrag auf einen Humanismusartikel setzen oder größere Abschnitte aus dem Artikel löschen, sollte man vorsichtig mit umgehen. Ja, also verschiedenes. Ich finde erstmal, kann man als Neu-Wikipedianer, sollte man auch wie so ein Schwamm erstmal lernen. Also das ist so etwas, wenn man sich da öffnet und auch einfach mal sein Newbie-Sein mal zulässt. Und man muss ja nicht gleich alles gut finden, was einem erzählt wird, wie es gemacht wird. Aber man kann es sich erstmal erzählen lassen, man kann es erstmal verstehen. Und dann ist natürlich auch die Sache mit dem, also erstmal finde ich es gut, dieses Beispiel, was du gewählt hast, weil wenn ein Abschnitt, wie zum Beispiel Geschichte von Frankfurt-Oder, so umfangreich wird und dann auch so, also ist erstmal toll, ja, es ist erstmal toll, finde ich, wenn es einen Abschnitt gibt, der artikelwürdig sogar ist, über die Geschichte von Frankfurt-Oder. Und diesen organischen Prozess, dass aus einem Abschnitt ein eigener Artikel werden kann, finde ich eine der tollsten Sachen auf Wikipedia. Und
nur dass man dann, wie man es ankündigt. Das finde ich sehr spannend, wenn du sagst, okay, ich werde jetzt diesen Artikel auslagern und werde gleichzeitig dann, weil natürlich muss es einen Abschnitt Geschichte von Frankfurt Oder im Hauptartikel geben, der für Schnellleser dann die wesentlichen Informationen enthält und dann eben die Informationen für mehr hier zum Hauptartikel Genau. Geschichte von Frankfurt Oder. Das ist ja irgendwie ganz normal. Nur wenn man das vorhat, und du hast vollkommen recht, man begegnet Leuten, die lange dabei sind, man begegnet Leuten, die den Artikel irgendwie für sich selbst beanspruchen, obwohl sie irgendwie seit einem Jahr dabei sind oder sonst irgendwie. Also es gibt ja da sehr verschiedene soziale Reaktionen. Und was im Artikel Arbeits also im gemeinschaftlichen Arbeitsprozess meiner Meinung nach manchmal fehlt oder nicht allen bewusst ist, dass man sehr offen kommuniziert und dass man auch ein wenig abwarten, also ein wenig Zeit, also nicht so hektisch irgendwie, ne? Es gibt natürlich, klar, es gibt Edits, die sollte man gleich machen, aber es gibt vielleicht auch Edits, die sollte man einfach, die müssen nicht sofort stattfinden, wenn man irgendwie die Idee dafür hat, ja? Weil, also jetzt, wenn man sagt, ich habe vor, den Artikel auszulagern und werde auch noch einigen weitere Bilder von Frankfurt Oder aus Commons dann in den anderen Artikel einpflegen und werde sie hier ersetzen oder so, dass man schon mal so ein bisschen ankündigt, was man also macht. Finde ich, wenn man das ankündigt auf der Diskussionsseite, dann ist es ein guter Weg, es ist ein diplomatischer Weg, es ist ein offener Weg. Es ist natürlich manchmal auch der Weg, wie man sich dann diejenigen, die irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen in der Wikipedia keine Veränderung wollen. Gibt da sehr viele Gründe, warum ich vermute, dass das einige nicht wollen, aber das würde jetzt zu weit führen. Also dass man dann diejenigen sozusagen die schlafenden Hunde weckt. Aber das ist ein Dilemma, was man halt hat. Ich finde, man muss jemand hat mal die Wikipedia verglichen mit der Demokratie. Ja? Die Wikipedia ist ein offenes System, wir sind eine offene Gesellschaft und wenn man dort Dinge verändern, erweitern will, dann muss man das ansagen, um vielleicht vorher schon Diskussionen zu führen, die nachhinein wesentlich voller, die wesentlich ängstlicher, wütender oder auch einfach komplizierter sein können. Und vielleicht ein letztes. Hier stößt natürlich das US-amerikanische Internetprinzip, ne, die sich lieber entschuldigen als vorher fragen, sich lieber im Nachhinein entschuldigen als im Vorhinein fragen, an seine Grenze und vielleicht ist es auch in diesem Fall einfach nicht höflich genug, um in einem kollaborativen Projekt solche großen Veränderungen zu machen. Kleine Edits sollte man sofort machen, wenn sie belegt sind und wenn sie wichtig sind, können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir über Artikel in politischen Themen reden. Aber jetzt zum Beispiel bei Geschichte Frankfurt Oder, finde ich, sollte man so einen Auslagerungsprozess ein bisschen ankündigen, einfach damit die ein, zwei Leute, die das gerne diskutieren wollen, das diskutieren können. Man sollte allerdings auch bei einer Diskussion ein Ende haben. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass viele Prozesse in der Wikipedia zwar beschrieben werden, wie man sie anfängt, aber nicht wirklich beschrieben wird, wie sie sinnvoll beendet werden. Du, ja, das ist, aber der ganze Komplex, den wir gerade besprochen haben, das ist wirklich ein schwieriger. Das ist nicht, wo man eine einfache Antwort geben kann. Ich bin persönlich eher der Mensch, der sich zurückzieht. Ich habe zu Anfang im Artikel Volkskammer der DDR mitgeschrieben. Da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil das so ein Hin und Her war. So ist so ähnlich wie ein Nahostkonflikt oder so. Da haben alle ihre Meinungen und es ist ganz schwierig, da zurückzuziehen. Tatsächlich aber, wenn man sich immer zurückzieht, dann, wie es nicht jetzt böse ausgedrückt, dann gewinnen die Dummen, ja. Dann gewinnen die, die am lautesten schreien und die meiste Zeit haben. Manchmal muss man auch hart bleiben und mitdiskutieren. Man darf nicht ins Beleidigen verfallen. Wie du richtig sagtest, man sollte immer sich bewusst sein, man kann einfach viel Zeit mitbringen. Man kann einfach in einem halben Jahr nochmal wiederkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Wikipedia in einem Jahr noch existiert und dass man da immer noch diesen Artikel bearbeiten kann. Vielleicht steht es bis dahin nicht so drin, wie man das selbst gern hätte, aber auch dann ist es immer noch ein Jahrhundertwerk, an dem man arbeiten kann. Aber lass uns jetzt den Abschnitt deiner Erfahrung eigenes Editieren beenden, weil wir hatten auch noch ein anderes Thema besprochen, was ich gerne von dir hören würde, nämlich die Einschätzung, wie sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln könnte und was es dafür braucht. Bevor wir darüber sprechen, spiele ich ein wenig frei lizenzierte Musik Alles klar. zur Entspannung und zwar von Herrn
wie heißt da? Was? Titus der Zwölfte, heißt, nennt er sich. Okay. Macht so elektronische Musik mit Jazzmusik vermischt. Dies, in dem Fall ist es der Titel Guernsey Woman, der richtig cool abgeht, ist unter der CC BY SA 3.0 Lizenz veröffentlicht. Freie Musik. So, und da sind wir wieder nach diesem schönen Stück. Geht es weiter mit dem Thema deine Einschätzung dazu, wie sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln könnte und was es braucht? Ja, das passt als Übergang von unserem letzten Thema ganz gut, weil es gibt meiner Meinung nach sehr verschiedene Bereiche. Vielleicht, um mal einen unangenehmen schnell abzuhaken, bevor wir dann zu dem vielleicht Wichtigeren kommen. Ich finde halt, was mich in letzter Zeit sehr gestört hat, ist, wie die Schreibkultur und Diskussionskultur bei vielen Themen ist, die politischer Natur sind. Und die meistens auch in Artikeln sind, die sehr aktuell, also in der Bevölkerung sozusagen auf Interesse stoßen und deswegen sehr hohe Abrufzahlen haben. Also im Vergleich, im Gegensatz zu zum Beispiel deinem Artikel zur Geschichte von Frankfurt/Oder, ist ein Artikel über den Rechtspopulisten, österreichischen Rechtspopulisten Norbert Hofer, oder über die HDP, also die Kurdenpartei in der Türkei, natürlich Themen, die
sehr viele Leute aktuell interessieren. Und die Wikipedia ist ja mittlerweile einer der zentralen Orte, wo Menschen sich Grundinformationen holen. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch die Verantwortung, die man hat, wenn man in Artikeln wie HDP, also die Kurdenpartei, oder über Norbert Hofer schreibt, wesentlich höher, als wenn man jetzt vielleicht in dem Artikel über die Geschichte von Frankfurt oder irgendwie eine Zahl, eine Jahreszahl irgendwie kurz falsch hat und die da eine Woche lang falsch drinsteht. Ich weiß, ist auch wichtig. Ich wünschte, ich hätte ein anderes Beispiel genannt vorhin. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Also es gibt einfach Artikel, die sind wichtig, weil die irgendwann mal eine Reihe von Menschen wissen wollen, aber die halt eben eigentlich hauptsächlich deswegen in der Wikipedia existieren, weil derjenige oder diejenige, der es geschrieben hat, das einfach für wichtig fand. Und das sind dann einfach 150 Abrufe im Jahr, aber das ist trotzdem ein Artikel, der die Wikipedia bereichert. Aber es gibt eben auch Artikel, die 10, 20, 50.000 Mal am Tag abgerufen werden. Und das sind eben Artikel, die dann auch wiederum in den öffentlichen Raum zurückwirken. Und wenn, also ich habe jetzt, muss zugeben, ich habe jetzt die letzten 3 Wochen nicht mehr reingeguckt, weil ich auch ehrlich gesagt die Schnauze voll hatte. Aber ich kann mich daran erinnern, dass der Artikel über Norbert Hofer, also den österreichischen Rechtspopulisten der FPÖ, dermaßen umgeschrieben wurde, dass da kein einziges Mal mehr drin stand. Also das Wort Rechtsextremismus, Rechtspopulismus kam da nicht mehr drin vor. Meiner Meinung nach ist dieser Artikel über Norbert Hofer, und dann, genau, und dann war noch dann am Anfang, steht er dann immer, ne, also dieser Mensch ist ein Politiker der FPÖ, ja. Und da stand dann eine Weile lang drin, dass rechtspopulistischer Politiker, das dürfte dann aber auch nicht sein, weil man bei Sigmar Gabriel ja auch nicht schreiben würde, ein sozialdemokratischer Politiker. Und man würde ja auch nicht schreiben bei Sigmar Gabriel der sozialdemokratischen SPD. Und deswegen wurde dann zum Beispiel auch gelöscht der rechtspopulistischen FPÖ. Und ich finde das unverantwortlich. Ja, also hier quasi zu sagen so, das machen wir immer so und deswegen müssen wir auch die Nazis so behandeln. Also an der Stelle muss ich einfach sagen, finde ich die Verantwortung, die die Wikipedia hat, auf dieser Ebene, wird sie nicht gerecht. Mir ist da jetzt keine, ich kann da jetzt nicht einen Zweisatz-Lösungsvorschlag machen, aber ich finde, wie die Kultur, die Schreibkultur, Diskussionskultur im Hintergrund bei politisch relevanten Artikeln läuft, erschreckend. Auch weil extremistische Kräfte anonym in der Wikipedia schreiben und einige von denen sind sehr geübt, was das Regelwerk der Wikipedia angeht und können deswegen dich einfach so lange nerven, bis du halt einfach aufgibst oder einen Fehler machst. Und da hat meiner Meinung nach die Wikipedia eine Schwäche, über die man mal in größerer Runde reden müsste. So viel dazu. Aber außer du hast eine Nachfrage. Ja, das sind 2 Aspekte. Zum einen ein Artikel, der häufig gelesen wird. Das hat auch Auswirkungen auf die Autoren, die an dem Artikel arbeiten. Also dann werden mehr Autoren angezogen, die daran schreiben, nehme ich an. Und sie sind auch erbitterter, glaube ich, oder so, ne, weil sie wichtiger sind. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast? Ach naja, es gibt halt die üblichen Rechtsausleger, die üblichen Linksausleger, ja, denen begegnet man dann halt in den betreffenden Artikeln, die wandern auch mit, ja. Also ich sehe da eher eine sehr harte Crew, also eine ganze Reihe von rechtsextremen Wikipedianern, die mit großer Übung und scheinheiliger Diplomatie versuchen, also in sehr vielen Artikeln, die in diesem Bereich betreffen, aktiv sind. Und ob das dann manchmal Mitläufer sind, die dann noch dazukommen, oder ob das Sockenpuppen derjenigen sind, das steht mir hier nicht zu vermuten. Aber mein Gefühl ist eher, dass diese Artikel dann nur von Hardcore-Leuten dauerhaft bearbeitet werden, weil alle anderen sich sowieso denken, fuck it. Wikipedia wird ja allgemein von konservativen Kräften eher vorgeworfen, irgendwie linksversifft zu sein, linke Ansichten zu vertreten. Du hast jetzt tatsächlich beobachtet, dass rechtskonservative oder auch rechte Leute sich das angeeignet haben, in der Wikipedia sich so zu bewegen, dass sie ihre Themen dort unterbringen können. Fasse ich das richtig zusammen? Ja, also, aber das ist, ich bin mir sicher, dass es auch viele gibt, die es gibt türkisch-extremistische, Israel-extremistische, rechtsextremistische. Also es gibt jede Menge Leute, die einfach von einer gewissen Haltung besessen sind,
wissen, dass sie eben nicht offen einen Bias reinschreiben können in die Artikel und deswegen halt teilweise um einzelne Worte kämpfen, weil sie der Meinung sind, dass wenn das so da drin bleibt, der durchschnittliche Leser so und so beeinflusst wird. Also so kommt mir das davor und so sind ja auch die Diskussionen. Also ich kann mich da an wochenlange Diskussionen über Halbsätze erinnern, wo die natürlich dann auch die auch teilweise meiner Meinung nach deswegen stattfinden, weil damit eine normale Artikelarbeit verhindert wird. Also wenn du natürlich wochenlang kein Argument zulässt, sondern einfach immer wieder behauptest, naja, das geht aber so nicht, ja, und dann immer wieder mit demselben Argument ankommst, muss man sich ja irgendwann fragen, ob das nicht irgendwie sogar absichtlich ist, weil man mit einem solchen Verhalten natürlich seine Mitautoren demotiviert und auch dafür sorgt, dass Kräfte gebunden werden, die vielleicht woanders besser aufgehoben werden. Schwieriges Thema. Ich versuche es mal ein bisschen, weil du hattest ja eigentlich eine sehr konstruktive Frage gestellt, was könnte die Wikipedia machen oder was sollte nach 15 Jahren Wikipedia vielleicht mal diskutiert werden und so. Eigentlich die Frage, wie könnte sich die deutschsprachige Wikipedia entwickeln? Das würde ich tatsächlich gern wissen, was du denkst, wie sie sich entwickeln könnte. Genau, also da wäre mein Gedanke, der mir gerade kam, der das ein bisschen überleitet, mal weg von diesen umkämpften Artikeln, sage ich mal, die tatsächlich zusammen mit Filmartikeln die am meisten abgerufen sind, aber darum soll es ja nicht alleine gehen. Nehmen wir mal ein Beispiel wie Riester-Rente, der Artikel über Riester-Rente. Als ich mir den das letzte Mal angeschaut habe, war der ist gut belegt, ja. Also da sind viele Studien zu Riester-Rente. Wenn man dann aber mal reinschaut und sich so ein bisschen auskennt mit der Thematik, merkt man, dass sehr viele arbeitgebernahe Studien dort als Belege benutzt wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Wikipedianer kennt sich mit dem Thema Rentenpolitik so gut aus und kennt sich auch mit der politischen Lage, also welche Institute schreiben eher arbeitgebernah, welche sind arbeitnehmernah, welche sind vielleicht einfach progressiv, ohne dass sie dem einen oder anderen Lager zugehören und so weiter. Also wer sich damit auskennt, müsste sich ja eigentlich mal an diesen Artikel setzen. Ja? Und das ist so eine beispielhafte Einleitung für das, wie die Wikipedia. Was ich mich immer frage, ist, die Wikipedia ist ja auch ein Hobby. Also man soll ja auch da schreiben, was man schreiben möchte. Es soll ja auch Spaß machen. Und es soll einem auch irgendwie persönlich wichtig sein. Ich fand jetzt zum Beispiel diesen kleinen Artikelspurt zu Lämmer, die mit Nizza in Verbindung stehen. Eine sehr schöne Sache. Weil das ist vielleicht so eine wikipedianische Art, irgendwie zu sagen, das ist ein ganz schlimmes Attentat gewesen in Nizza. Aber wir lassen uns unsere Liebe zum Leben nicht von dieser Liebe zum Tod kaputt machen. Und unsere Antwort ist, dass wir jetzt schauen, welche Brücken, welche Gebäude, welche Dinge und Rituale und Feste aus Nizza haben noch keinen Artikel. Das fand ich sehr schön. Das ist irgendwie was, wo man jetzt nicht irgendwie fachspezifisch schreibt, sondern wo über die Fachgrenzen hinaus das Schreiben in der Wikipedia einem Freude machen kann und auch zeigt, was die Wikipedia eigentlich ist. Das fand ich sehr schön und davon gibt es ja ganz viele Beispiele. Also es gibt Wettbewerbe und es gibt einfach mal einen Zwischenspur bei verschiedenen Themen. Es gibt so schöne Erfahrungen, wie das jetzt gerade die Redaktion Chemie ja von dem größten Verband deutscher Chemiker ausgezeichnet wurde. Also es gibt ja, die verleihen, glaube ich, ein oder zwei Jahre einen Preis für den besten fachjournalistischen Artikel aus dem Bereich Chemie. Und die Redaktion Chemie der Wikipedia hat diese Auszeichnung für den Bereich Chemie in der deutschsprachigen Wikipedia gewonnen jetzt, weil das Wissensvermittlung ist. Umfangreiche, fachlich gute Vermittlung von Wissen. Da hat was für eine Bemerkung gemacht, die Art, wie zusammen geschrieben wird. Ich glaube, es gibt da so eine Studie auch, wie das in Sprachen unterschiedlich ausfällt. Also jemand hat es mal ganz böse gesagt, dass das Englischsprachige sich quasi immer einen virtuellen Dritten vorstellt, der das Lemma noch nicht kennt.
Und man überschreibt quasi, also jeder hat natürlich auch in der englischsprachigen Wikipedia seine Haltung zu einem Artikel und seine Art, wie er den schreiben will oder sie schreiben will. Und aber man schreibt einen Artikel in der Vorstellung von jemandem, der diesen Begriff noch nie gehört hat. Während ein deutschsprachiger Artikel eher der kleinste gemeinsame Nenner nach wochenlangen Streitigkeiten wäre, der dann aber didaktisch halt eben einfach nur den kleinsten gemeinsamen Nenner stellt. Das ist natürlich sehr stark übertrieben, aber einfach vielleicht mal um als Prüfstein so ist, kommt das hier gerade diesem Klischee nahe, was hier gerade läuft. Fand ich das immer eine sehr spannende Anregung. Ich habe jetzt leider die Studie vergessen, die das irgendwie mal, das war so ein Sprachforscher irgendwie. Wenn du die bis morgen noch findest, dann schick mir die, dann kann ich die in die Shownotes packen. Also der geht halt von, also das, ich habe das jetzt nur noch so grob in Erinnerung, dass die deutsche Sprache ja eher substantivierend ist und Hauptwörter nun mal sehr, sehr plakativ sind und sehr bestimmend sind in einem Artikel, während die englische Sprache eher auf die Verben orientiert ist. So, das ist anscheinend, ich bin ja jetzt kein Fachmann für Sprachforschung, aber das war so die dahinterliegende These und wie dann damit auch das Schreiben, das kollaborative Schreiben beeinflusst wird. Das fand ich sehr spannend, müsste ich nochmal schauen. Aber was mir zum Beispiel fehlt, es gibt ganz tolle Ecken, ne? Also Chemie habe ich gerade gesagt, ja, ist ein ganz toller Bereich. Biologie wissen wir auch, ja, aber auch zwar gibt es da noch Tausende von Insektenarten, die noch einen Artikel brauchen, aber trotzdem ist Biologie sicherlich ganz gut. Filme haben wir, Filme und Schauspieler ist auch genügend da. Aber im Bereich Filmtheorie könnte man sicherlich sowohl viele Artikel, die wichtig sind, noch schreiben, als auch Artikel über zentrale Artikel über Filmtheorie-Begriffe könnten noch qualitativ verbessert werden. Und dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel was hatte ich letztens? Entwicklungs- und Friedenspolitik. Ja? Entwicklungs- und Friedenspolitik kam irgendwie, weil irgendein gerade frisch angelegter Account versucht hatte, irgendeinen friedenspolitischen Begriff, der von einer Organisation geprägt wurde, als Lemma reinzuschreiben. So, es ist ja, benutzen ja oftmals einige Organisationen, die dann versuchen, quasi mit Begriffen, die sie prägen, irgendwie durch einen Wikipedia-Artikel irgendwie halt eben etablierter zu werden. Und bei der Gelegenheit, als ich diesen Begriff geprüft habe, der meiner Meinung nach in einem anderen Artikel einen langen eigenen Abschnitt verdient hätte, aber keinen eigenen Artikel, habe ich mir den Bereich Friedenspolitik und Entwicklungspolitik dann auch nochmal angeschaut. Und da ist wirklich, ich sag's jetzt mal so salopp, Wüste. Und das sind jetzt so Einzelbeobachtungen. Und was mir fehlt und was vielleicht sogar mal vom Wikimedia Deutschland Verein finanziert werden könnte, wenn in der Community dafür ein Interesse besteht, das mal auch vielleicht von Dritten irgendwie zusammen mit der Community analysiert wird, wo ist die deutschsprachige Wikipedia quantitativ gut, schlecht, mittel und wo ist sie qualitativ gut, schlecht, mittel. Also wo, in welchem Bereich. Und das heißt nicht, dass diejenigen, die jetzt Wikipedianer sind, dann bitte schön in dem Bereich Artikel zu schreiben haben. Jeder soll einen Artikel schreiben in dem Bereich, der ihm Spaß macht. Aber dass man dann weiß, wo man mal einen Fokus drauf legen könnte. Ob das ein Fokus ist, wie zum Beispiel, ich glaube, man hat es bei einem anderen Gespräch Wikipedia trifft Archäologie erwähnt, was ja auch ein toller Bereich ist in der Wikipedia, wo auch schon Initiativen und Kooperationen mit Institutionen aus dem Bereich der Archäologie bis hin zum Deutschen Archäologischen Institut stattgefunden haben, wo ein Wikipedian in Residence verweilte. Und dass man dann, wenn man feststellt, dass man einfach schwach ist. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Friedenspolitik-Themen. Ja? Also dass quasi sagt, eine Karte des Nichtwissens in der Wikipedia oder blinde Flecken in der Wikipedia. Genau, einfach, ich würde jetzt, vielleicht kann man so einfach einfach so motivationsmäßig, ja. Also, the State of the Wiki, sowas in der. The State of the Wiki, ja. State of the Wiki, vielleicht, also sehr schön neutral. State of the German Wiki. Und mir ist bewusst, dass die Wikipedia nur in den Bereichen wachsen kann,
wo Freiwillige Lust haben zu schreiben. Ja, also man kann nicht irgendwie sagen, so, hallo Wikipedianer, wir kooperieren jetzt hier übrigens mit dem Institut für Frankfurter Geschichte und jetzt mal bitteschön hier 10 Wikipedianer abstellen, die jetzt Ja, mal hier Frankfurter Geschichtsartikel schreiben, ja. aber ich höre von vielen Leuten, die lange dabei sind, dass zu Anfang eine hohe Motivation war, dass zu so vielen Sachen noch nichts geschrieben wurde. Ja. Jetzt überwiegt ja die Ansicht, dass die Wikipedia also fertig wäre, was ich totalen Quatsch finde, weil ich, ohne dass jetzt diese Studie schon gemacht würde, sicher bin, dass wir etwa im Promillebereich des Wissens uns befinden, das in der Wikipedia dargestellt wird. Und es kommt ja auch immer noch Wissen dazu, was gerade neu entdeckt wird oder so, neue Planeten, sage ich nur, ja. Und deshalb Oder denke ich, neue dass, Fotos von Pluto. Die ja, bauen wir ja ein. Die bauen wir ja ein. genau, neue Wasser auf dem Mars. Das wird alles eingebaut. Das heißt, es wäre sicherlich eine Motivation für Neulinge in der Wikipedia anfangen zu schreiben, wenn sie merken, oder gibt es ja Viertel, über die noch nichts dasteht, ohne dass es, weil den Leuten, wenn sie anfangen zu schreiben, doch eher einfällt, die über die Nachbarstraße oder den berühmten Mann aus ihrer Stadt was zu schreiben. Was auch wichtig ist, also als Freund von Heimatmuseen finde ich auch so Initiativen wie vom Benutzer Saufpark, also Wikipedia Wedding, der jetzt gerade halt eine Initiative hat, dass man über Berlin Wedding mehr schreibt, halt auch einfach mal eine spannende, also warum nicht, ja? Und natürlich kann man, und das ist ja wieder so eine Exkludisten-Inkludisten-Diskussion, an denen ich irgendwie, da glaube ich, da bin ich nicht klug genug, um daran teilzunehmen. Inwieweit man sagt, das gehört in die große Wikipedia rein und dafür soll es dann doch, dafür kann es doch ein eigenes Wedding-Wiki geben und wo dann die Unterschiede sind, das ist eine müßige Diskussion. Es ist ja nicht so, dass die Wikipedia morgen voll ist und wir dann irgendwie eine neue Festplatte kaufen müssen, sondern wir haben ja genügend Platz und solange wir didaktisch gut an den Artikeln arbeiten. Aber ich wollte nochmal zu der Instandhaltung, wird es, glaube ich, oft genannt, kommen, weil das ist ja auch ein Feld, das aufgrund der großen Wikipedia, der deutschsprachigen Wikipedia, halt immer wichtiger wird. Also, dass man geschriebene Artikel aktuell hält, instand hält, sozusagen neue Erkenntnisse reinbringt oder vielleicht einfach nur den neuen Bürgermeister reinschreibt und so. Das sind ja alles Pflegemaßnahmen, die einem davon abhalten, neue Artikel zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz sind die genauso wichtig. Und ich bin da, da wäre jetzt ein Stichwort, was ich an dieser Stelle mal reinbringen will, damit es auch in diesem Podcast mal fällt. Ich war ein großer oder bin ein großer Fan der Idee von Wikidata, habe allerdings nach den Jahren, die es jetzt läuft, ich weiß, es ist eine riesen, riesen Arbeit, das zu machen, aber bin irgendwie ein bisschen irritiert, wie wenig von dem passiert, was das Versprechen von Wikidata von Anfang an ist. Ich will mal ein Beispiel nennen. Gar nicht aus meinem Lieblingsbereich, sondern mal so was ganz Pragmatisches. Es gibt einige Artikel über große deutsche Städte, da ist die Einwohnerzahl hinterlegt, was weiß ich, angenommen, die Stadt ist irgendwie 1225 gegründet worden und dann kann man nachlesen, wie die Stadt gewachsen ist, weil nämlich von wichtigen Daten die statistischen Einwohnerzahlen, soweit sie vorhanden sind, vorliegen im Artikel. Ja. Ich finde, das ist zum Beispiel etwas, was meiner Meinung nach überall stehen könnte. Das sind statistische Grunddaten, die außerhalb der Wikipedia offen zur Verfügung liegen, von bis zur futzligsten Kleinstadt quasi. Und für mich war das Versprechen oder ist das Versprechen von Wikidata, dass wir die Einwohnerzahl von Klein-Kleckersdorf von 1125 bis 2016 einpflegen können, also quasi als Datensatz, und dass dann irgendwann im Wikipedia-Artikel die Möglichkeit besteht, da steht dann halt die aktuelle Einwohnerzahl, ne, oben, rechts oben in der Box, und dann kann man da irgendwie drauf klicken, zum Beispiel, oder man bekommt es in einem eigenen Abschnitt dann, wenn man es sehen will, dass man den Einwohnerverlauf sehen kann. Das kann man ja heute machen mit irgendwelchen Makros oder so, ne? Aber es ist sehr kompliziert und die meisten können es nicht. Und das wäre für mich eine Erleichterung der Qualifizierung von Wikipedia-Artikeln über das Werkzeug Wikidata. Das wäre für mich einer der sinnhaften internen Nutzen von Wikidata. Und dafür müsste es meiner Meinung nach mehr Initiative geben. Ich weiß, einige machen das, einige sind da sehr engagiert und sehr, für die ist es quasi
eine ehrenamtliche Freude, in diesem Bereich zu arbeiten, wie Wikipedia und Wikidata zusammenwachsen kann. Aber meiner Meinung nach sind sowohl die Vorbehalte gegenüber Wikidata von einigen Leuten, die irgendwie, ja, seit Jahren halt dann jedes Jahr die, lass mich das so formulieren. Also, es gibt sowohl Vorbehalte von Leuten, die das doof finden, als auch es gibt zu viele Versprechungen, was alles funktionieren kann, was aber irgendwie nicht kommt. Und das sind so zwei Sachen, die man irgendwie mal überwinden müsste. Und zu dem Ersten würde ich ganz gerne noch sagen, ja, es gibt Leute, die in der Wikipedia gerne schreiben, alle 3 Monate die Quartalszahlen der Sparkasse Sindelfingen per Hand einzutragen und dann die Quartalszahlen vom letzten Quartal zu löschen. Das ist meiner Meinung nach eine Arbeit in der Wikipedia, die es zu überwinden gilt. Und diejenigen, die irgendwie so gerne so Futzelarbeiten machen, sollten meiner Meinung nach keine Angst davon haben, dass es irgendwo anders in der Wikipedia, sollten sie wissen, dass es da Futzelarbeiten gibt, die sie noch weiterhin machen können. Aber ich finde halt, dass die Quartalszahlen der Sparkasse Sindelfingen etwas ist, was man automatisieren kann. Ja. Und noch wesentlich mehr. Und man sollte auch, aber wie sollte, jetzt sind wir wieder an einem Punkt ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, man sollte offen sagen in der Wikipedia, was man macht und was man machen möchte. Meiner Meinung nach warum gibt es das nicht? Warum gibt es nicht einen Arbeitsprozess? Ich sag mal so, ja, Sparkasse Sindelfingen, ich bleib mal bei dem Beispiel. So, jetzt bin ich so ein Wikidata-Mensch, mal vorgestellt, ja. Und dann schreibe ich auf der Diskussionsseite der Sparkasse Sindelfingen, wie auch übrigens auf allen anderen Sparkassenartikeln, ich habe vor, den Prozess der Quartalszahlen mit dem und dem Makro und den Wikidata-Zahlen, die von der Bundesbank, von der BaFin kommen, zu automatisieren. Ich schlage das hiermit vor. Ich schlage auch vor, dass wir jährlich die Zahlen der BaFin überprüfen, nicht, dass sich da ein Fehler einschleust und dass das dann als ein permanenter, nicht archivierbarer Eintrag auf der Diskussionsseite steht, dass also jeder, der neu auf den Artikel der Sparkasse Sindelfingen kommt und sich wundert, dass da die Quartalszahlen irgendwie falsch sind, kann ja trotzdem passieren, und dann auf die Diskussionsseite geht und sieht, aha, hier findet ein automatisierter, von einer belegten Quelle über Wikidata kommender Prozess statt. Wenn ich also jetzt, weil die Sparkasse Sindelfingen gerade ihren 100. Geburtstag feiert und deswegen einmal zwischendurch Zahlen rausgibt zum Geburtstag, die natürlich nicht von der BaFin erfasst werden, und die aber dann eben diesen automatisierten Prozess unterbrechen würden in diesem Abschnitt. Also dass ich weiß, hier findet Wikidata in einem Artikel statt und ich kann hier an der Stelle das zum Thema machen, wenn ich denke, dass das aufgelöst werden sollte, erweitert werden sollte, andere Quellen benutzt werden sollten oder was auch immer. Und das fehlt so ein bisschen. Es fehlt die Nachvollziehbarkeit von echt coolen Sachen, die mit Wikidata möglich sind, in den Artikeln. Und da wäre für mich ein nicht archivierbarer Infoeintrag auf der Diskussionsseite der Weg, wie auch unbedarfte Wikipedianer, die angenommen ganz neu auf diesen Artikel kommen, sofort wissen, okay, hier wird so und so gearbeitet und wenn ich was ändern möchte, dann habe ich hier und hier die Möglichkeit, das zu besprechen. Und das fehlt und weil das fehlt, gibt es Unmut. Also ich würde gerne auch noch was dazu sagen. Auch als Gastgeber muss ich gelegentlich Kommentare ablassen. Zum einen, die städtische Sparkasse Sindelfingen ist 1934 in die Kreissparkasse Böblingen aufgenommen worden. Das ist ja viel an deinem Beispiel. Ich habe jetzt nicht geguckt. Okay. Ich parallel nicht den Artikel aufgemacht. Da hast du Vorsprung, ja. Entschuldigung. Klugscheißen ist ein wesentliches Eigenschaft von Wikipedianern. Aber zu Wikidata. Das ist damals, als es eingeführt wurde, wurde rechtzeitig erkannt oder wurde erkannt, dass es ein gutes Projekt ist. Es wurde halt mit diesem Argument, was du gesagt hast, den Wikipedianern quasi verkauft oder vorgestellt. Ihr müsst jetzt nicht mehr den Bürgermeister von Berlin pflegen, das wird automatisch aus einer zentralen Stelle geholt. Das ist Interwiki. Genau, das ist diese Interwiki-Funktion, das quasi Wikidata, ein Datenrepository für die Wikipedia ist. Da hängen natürlich auch Schwierigkeiten dran, weil Daten aus verschiedenen Blickwinkeln auch gesehen werden können, weil Daten auch belegt sein müssen. Wie kann ich jetzt denn nachprüfen, ob das wirklich der Bürgermeister ist, der da steht? Michael Müller klingt ja wie ein ausgedachter Name. Das ist das eine.
Und zum anderen ist Wikidata eben nicht nur ein Datenrepository für die Wikipedia. Das ist wie Wikimedia Commons, was auch nicht nur ein Medienarchiv für die Wikipedia ist, sondern inzwischen eben ein Medienarchiv für freie Medien sein soll. Ja, wo die British Library mal eben 1 Million Fotos hochlädt oder so. Genau, das ist, die Oberfläche ist da wenig geeignet. Wikidata ist deutlich mehr geeignet. Also ich will dein Argument ein bisschen relativieren. Also das Versprechen steht immer noch in der Luft, dass Wikidata Wikipedia verbessert. Es ist aber nicht nur das. Nein, auf keinen Fall. Also da gibt es ganz tolle, also deswegen hatte ich ja auch intern gesagt. Also was kann Wikidata für die Wikipedia tun? Dass Wikidata auch etwas sein kann, mit dem aus der Wikipedia heraus wissensvermittelnde Berufe, Lehrer, Dozenten arbeiten können, das wäre eine super Sache. Also da gibt von Markus Manske so ein Tool im Tool Labs. Das ist so eine dreigeteilte, also horizontal dreigeteilte Seite. Und da werden die Daten in der Mitte eingepflegt. Da kann man sagen, gib mir all die Dinge, die in einer anderen Sache drin sind. Dann gibt es verschiedene Beispiele. Da gibt es zum Beispiel in Paris einen berühmten Friedhof und dann alle, die da beerdigt sind. Oder zum Beispiel den 30-jährigen Krieg und alle Schlachten des 30-jährigen Kriegs. Das ist dann in der Mitte. Da bekommt man dann in der Mitte so eine Timeline. Mhm. Ja? Das sind dann entweder halt eben alle Schlachten des 30-jährigen Krieges, zeitlich geordnet. Oder halt eben alle Leute, die auf diesem Pariser Friedhof beerdigt sind, auch halt alle, ne? Vom mittelalterlichen Lyriker bis hin zu irgendeinem Rockmusiker aus der Jetztzeit. Mhm. Und dann werden im oberen Drittel werden dann aus Commons, angenommen, du klickst dann auf die einzelne Person, die einzelne Schlacht, werden dann aus Commons in das obere Drittel die Fotos, Gemälde und etc. Daten reingeladen, die in Commons vorliegen für diese Person, für diese Schlacht. Und unten im unteren Drittel ist OpenStreetMap drin und du kannst dann bekommst angezeigt dann ein Gelände, wo dann die Schlachten verteilt sind, oder du bekommst rangezoomt an den Friedhof in Paris und siehst, wo die einzelnen Gräber sind in diesem Friedhof. Mhm. Weil jeder Artikel dann irgendwie Geodaten hat. Ja, zum Beispiel. Also wenn ein Artikel Geodaten hat, dann wird er halt eben dann auch bei Streetmap. So wie man ja auch, das ist ja vielleicht auch eine Sache, die nicht alle wissen, dass man in sehr vielen Wikipedia-Artikeln, wenn man oben rechts auf die Map da klickt, dass sich dann OpenStreetMap aufklappt im Wikipedia-Artikel und man sehen kann, welche Wikipedia-Artikel, angenommen man ist beim Lübecker Tor, dann hat man in der Mitte dieses kleinen aufgeklappten Fensters in der Wikipedia, in der deutschsprachigen, hat man in der Mitte das Lübecker Tor und drumherum sieht man noch, wo noch Dinge sind in Lübeck, zu denen es Wikipedia-Artikel gibt. Aber ja. Weißt du ungefähr, wie das heißt, das Tool? Welches Tool? Von Markus? Mhm. Nee, weiß nicht mehr. Das müsste ich dann vielleicht auch nochmal raussuchen und okay. Das wirst du in die Links machen. Mhm. Und das ist aber auch erstmal eine Rohversion. Ne? Also Manske hat da einfach mal wieder gezaubert. Aber man kann an diesem Rohspielzeug sehen, was möglich wäre mit Wikidata, um für unterrichtende Menschen, lehrende Menschen das Wissen, was in der Wikipedia und in den anderen Wiki-Projekten und vielleicht noch in Datenbanken, die mit der Wikipedia verbunden sind, drinsteckt, wie man das wie an so einer Perlenschnur ziehen kann. Und das ist möglich, weil ich habe einzelne Beispiele schon gesehen. Und ich finde, da ist ein ganz großes, realisierbares Versprechen drin. Aber dafür braucht es sicherlich noch wesentlich mehr und anders motivierte Freiwillige als die Kern-Wikipedianer, wo man ja auch ganz klar sagen muss, diese Vorstellung, dass diejenigen, die in der Wikipedia schreiben, doch jetzt bitteschön auch alle anderen Dinge machen können, eine Vorstellung, die ich irgendwie auch am Anfang hatte, ja auch irgendwie ein bisschen überstrapazierend ist und vor allen Dingen auch anmaßend, weil, wie ich ja vorhin schon sagte, also nur weil man jetzt, man sieht das ja auch im Bereich von CLAM, also das CLAM-Projekte, Galleries, Libraries, Archives, Museum, also quasi der Bereich, in dem die Wiki-Projekte mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zusammenarbeiten, ist ja eine der wichtigen Vorbereitungen immer, wie man
wenn man einen Editathon macht, ja, und quasi Wikipedianer und dieses Institut zusammenkommen, Museum oder was auch immer, dass man herausfindet, was motiviert die Wikipedianer und was motiviert die einzelne Kulturinstitution. Man kann es nicht irgendwie sagen, ja, da ist jetzt im Frankfurter Filmmuseum eine Ausstellung über hier, na, was ist das nochmal? Irgendwie so Comicfiguren, sag ich mal, ja. Und da muss es ja wohl Wikipedianer geben, die sich jetzt mal bereit erklären, hier Comicfiguren-Artikel zu schreiben. Sondern man muss sich vorher schauen, gibt es denn in der Wikipedia Personen, die eh schon Comicfiguren geil sind und für die es vielleicht eine große Freude wäre, mal in ein solches Archiv, weil man geht ja dann nicht nur in die Ausstellung, man bekommt ja auch dann Dinge zu sehen und anzufassen, die ein normaler Museumsbesucher nicht sehen kann, dass da also eine Win-Win-Situation entsteht. Und wenn da nämlich keine Win-Win-Situation ist, dann ist das eine abgefuckte Lose-Lose-Situation. Hatten wir am Anfang ab und zu mal, ne, als das alles noch im Werden war. Und ich finde, dass wir an der Stelle auch gefordert sind, uns zu fragen, müssen das immer alles die Alt-Wikipedianer machen? Oder ist da nicht vielleicht genau da das Feld, um neue Wikipedianer zu gewinnen, die eben anders an die Wikipedianer herangeführt wurden oder die da einen Spaß dran gefunden haben, weil die halt eben nicht dabei waren, als es noch kaum Artikel gab, sondern die eben eher fachspezifisch oder fokusspezifisch sozusagen ihre Freude in der Wikipedia finden am Schreiben. Ich finde, auch da könnte man noch mal ein bisschen Gehirnschmalz auch von Seiten der etablierten Wikipedianer in der Community, die ja sozusagen auch die Community ein bisschen wesentlich mitgestalten. Da könnte noch mal was passieren. Das wäre für mich zum Beispiel auch ein Thema, wo man bei der kommenden Wikicon in Stuttgart mal drüber sprechen könnte. Wenn ich so auf den Abschnitt jetzt zurückschaue, beziehungsweise mit denen nochmal rekapituliere, sind das vor allem technische Erweiterungen, die du genannt hast. Ja, ist Ist so, ja? Finde ich schon. nö, finde ich nicht. Wiki Wedding, nee, das war ein Projekt. Wikidata dann Toolabs hast du genannt. Nee, Wikidata Integration. Ach nee, Bewertung von Quellen. Also es sind sehr viele Sachen, die sozial und technische Elemente haben. Ach so. Ich glaube, über die technischen Elemente wird immer viel und leidenschaftlich geredet. Aber die sozialen Fragen, also wie kann das sich gestalten? Das ist ja im Prinzip eine Community, die sich auch fragen, also erstmal eine Community, die ein Projekt begonnen hat, was nach 15 Jahren auch ein bisschen schwer geworden ist. Ja? Wo, ich habe ja so Instandhaltung, ne? Also wenn man Artikel quantitativ und qualitativ vor allen Dingen gut halten will, dann ist man ja sehr damit beschäftigt und hat keine Zeit mehr irgendwie für neue Artikel. Diese Balance, also Leute, die neu schreiben, Leute, die qualitativ tiefgehend arbeiten, das kann nicht immer weiter auf den Schultern von denjenigen sein, die halt seit langem dabei sind. Das ist auf der einen Seite auch natürlich eine Forderung, dass diejenigen, die lange dabei sind, sich mal fragen, ob alle Rituale, die es gibt in der jetzigen Wikipedia, denn wirklich so sein müssen oder ob sie teilweise nicht sogar einer qualitativen Verbesserung der Community, der Verbreiterung der Community entgegensteht, kann man ja mal diskutieren. Ja, man sollte jetzt schon über die Nachfolge nachdenken, bevor uns die Wikipedianer wegsterben, was ja doch ein Teil bedauerlicherweise tut, weil sie einfach in das Alter kommen. Ne? Ja, Und das aber sollte das man, ist auch, wie das ja. in Firmen ja auch läuft oder in Werkstätten, ne? Wo man nicht erst anfangen sollte, über die Nachfolge nachzudenken, wenn der Chef 78 ist, sondern eigentlich schon, wenn er 48 ist. Ja, sicherlich. Also klar ist natürlich die Nachfolgeregelung sicherlich wichtig und aber es ist jetzt nicht so wie, was weiß ich, bei der SPD, wo große Veranstaltungen erstmal damit anfangen, dass man die Namensliste der Verstorbenen vorliest. Auch wenn immer wieder, und das ist ja das ist ja auch das Lokale, wenn einzelne Stammtische dann auch der verstorbenen Wikipedianer gedenken und auch der auf der Wikicon, ich kann mich daran erinnern, in Köln waren ja nicht nur die Preise, die Eulen ganz schön, sondern auch eben, dass man herausarbeitet, dass die Wikipedia-Community eben auch ein soziales Leben hat und da gehören Neuzugänge, Abgänge und auch die Diskussion, wie man sich am besten organisiert, sicherlich dazu.
Ich meine das jetzt gar nicht so konkret, Also, ne? Meine es gar nicht so okay. konkret, dass man jetzt denkt, okay, morgen kann ich sterben, wer macht es denn weiter, sondern eher die Geisteshaltung, die dahinter steht. Nämlich, während man noch aktiv ist, trotzdem zuzulassen, dass neue dazukommen und auch ihre Fehler machen, aber zu wissen, nur dadurch kann eine Kontinuität gewahrt werden. Ja, aber im Vergleich zu jedem Traubenzüchterverein hat natürlich die Wikipedia-Community den Nachteil, dass ein Großteil ihrer Mitglieder nie da sind, also physisch. Und dass die Effizienz von Online-Entscheidungsprozessen in der Wikipedia vielleicht auch nicht optimal ist, um solche großen Fragen zu beantworten. Aber es ist schwierig, also es ist natürlich, also wir können ja unsere, wie wir sind, nicht ändern. Also es sind sicherlich 400, 500, 600 Leute, die auch gerne auf Stammtischen und bei der Wikicon und so und auch bei Editathons immer wieder zusammenkommen. Aber es gibt schon noch auch sehr viele, einige hundert sicherlich, Personen, die einfach Artikel schreiben, neue schreiben, Artikel verbessern, die aber niemals auf die Idee kämen, auch physisch irgendwie in Erscheinung treten zu wollen. Und die gehören ja genauso dazu. Und da muss man sich natürlich schon fragen. Und das wäre für mich eben, also ich glaube, dass ein Prozess über die Frage, wo steht die deutschsprachige Wikipedia nach 15 Jahren, wie ich vorhin sagte, qualitativ, wo gibt es viel zu tun, wo gibt es wenig zu tun, wo gibt es was zu tun, wo gibt es was anderes zu tun, dass man das wirklich mal wie so eine Momentaufnahme, die natürlich am nächsten Tag schon wieder verändert, aber eine Momentaufnahme dient auch immer so ein bisschen zur Orientierung. Und die fehlt mir. Es gibt natürlich einzelne, ja, so Fachwissen ist ja immer wieder, ich habe immer, also für mich war immer einer der größten oder ist immer einer der größten Momente, wenn man alte Wikipedianer trifft, die auch noch in einem Bereich vielleicht sehr aktiv sind, habe ich nach 15 Minuten mehr zuhören, mehr gelernt über diesen Bereich und wie der ausschaut und was man da machen müsste, als ich jemals irgendwo in der Wikipedia online irgendwo geschrieben finde. Ja? Also es gibt Biologen, die kennen sich mit den Biologiebereich so super aus und können sagen, ja, was weiß ich, Säugetiere haben wir durch, bei den Wirbellosen müssen wir noch irgendwie sowas haben. Ja? Und das ist für mich ja ganz essentielles Wissen, was, wenn es vielleicht ein paar Leute mehr sich klar machen würden, zu Verbesserungen, zu einem qualitativen Wachstum der Community und führen würde und damit auch der deutschsprachigen Wikipedia dienen würde. Deswegen habe ich übrigens auch diesen Podcast gestartet, weil ich denke, dass man, wenn man Leuten zuhört, viel mehr Informationen mitkriegt, als wenn man irgendwas Geschriebenes liest. Absolut. Ich finde, du solltest mindestens jeden zweiten oder dritten Podcast ein fachspezifisches Thema haben. Also mir fallen da auch ein paar Leute ein, die dann einfach mal reden über Biologie in der Wikipedia. Das würde Oder, mich, ja, da das fände ich super. fände ich auch super. Aber Biologie müsstest du wahrscheinlich so eine Fünferrunde Kann ich gerne machen. zusammenschalten oder so. Ich habe eine Seite angelegt in der Wikipedia in meinem Benutzernamensraum, wo gern Vorschläge eingereicht werden können. Ja. Das ist vom Blog aus auch verlinkt auf der Seite. Was ist Wiki-Stammtisch? Da ist der Link drauf. Ich packe ihn auch jetzt noch immer in die Shownotes. Wir hatten uns für etwa eine Stunde verabredet. Das haben wir jetzt schon überschritten. Wir hätten noch Ja. viel zu erzählen, aber ich glaube, du musst auch in den nächsten Termin. Ist das so? Seit 24 Minuten, ja, aber das ist Okay. okay. Nein, Aber also es hat mich sehr gefreut und wir haben sicherlich irgendwann nochmal genügend Themen für irgendwann nochmal einen Podcast. Vielleicht nochmal ein bisschen spezifisch über Klemm dann oder so oder anderes. Das war ja heute ein Rundflug sozusagen. Aber ich finde es sehr schön, dass am Ende die Idee zu sagen, mal auch einen Fachbereich spezifischen, also Biologie, Chemie, Archäologie, Film und Fernsehen oder vielleicht auch eben Felder, wo wirklich nur ein, zwei Leute aktiv sind, denen dann gar nicht auffällt. Also das würde vielleicht auch schon mal dem Ziel dienen, die einzelnen Bereiche mehr bekannt zu machen und dann vielleicht auch neue Ideen aufzubringen, wie man in einem fast ganz super tollen Bereich noch besser werden kann oder in einem etwas vernachlässigten Bereich Motivation oder neue Wikipedianer finden kann oder alte Wikipedianer neu motivieren kann, dort sich einzuarbeiten und mit Freude und Spaß dort Artikel zu schreiben. Das ist sicherlich für mich eine der wesentlichen Aufgaben nach 15 Jahren Wikipedia, wo eine Wahnsinnssache hingelegt wurde in diesen 15 Jahren, aber wo man sich vielleicht auch fragen muss, soll es jetzt einfach so weitergehen oder ist nach 15 Jahren irgendwie mal so ein wenigstens mal so ein kurzes Zwischenresümee angesagt. Muss ja nicht gleich irgendwie eine super große Glocke werden. Kann man ja erstmal so für
den erweiterten Community-Bereich machen. Und sind wir ehrlich, die meisten Wikipedia-Leser sind in der internen Tiefe an der Entwicklung der Wikipedia ja auch nicht interessiert. Müssen sie auch nicht, sie sollen sie auch lesen. Aber ich glaube, es gibt wesentlich mehr Leute, die Spaß hätten, in der Wikipedia zu schreiben, wenn man ihnen sagen würde, dass in dem Bereich, wo sie Spaß haben, was geht. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Jens, und bleib schön neugierig. Nein, danke. Danke.